Hallo bei Frag die Gurus. Also unser Thema ist Sex in the City und wir haben es verteilt nach den verschiedenen Typen. Und da ich offensichtlich die Rothaarige bin, habe ich Miranda bekommen. Und ich sage gleich im Voraus, ich mag Miranda nicht so. Und grün ist eigentlich auch nicht so ganz. Naja. Aber ich kriege ewig viele Anfragen, auch mit grünen Make-ups. Oh, Reni. Auch mit grünen Make-ups und so. Und also ich glaube, einige von euch werden total glücklich sein. Ja, also so sieht das aus. Und ja, guckt euch einfach dieses Chaos an. Es ist heute wieder unglaublich chaotisch geworden. Ja, okay. Dann viel Spaß mir beim Versagen zu gucken. Also, ihr fangt an mit einer Lidschattenbase. Ich habe meine jetzt schon aufgetragen. Ich benutze Urban Decay Primer Potion. Und jetzt arbeite ich mit so zwei Stiften zuerst. Und also mein Papa hat sie dazu bekommen, als er meine Geschenke zum Geburtstag bei Douglas gekauft hat. Und ich muss sagen, sie sind ganz okay. Ich finde sie jetzt nicht so toll, weil die Konsistenz nicht unglaublich cremig ist, wie sie eigentlich sein sollte, wenn man auf dem Auge arbeiten will. Aber es geht. Also ich habe sie jetzt schon und dann benutze ich sie auch. Aber ich würde jetzt nicht losrennen und sie kaufen um jeden Preis. Das ist die Farbe 252 und das andere ist 219, das grüne. Und ihr tragt den dann so auf. Und zwar über das komplette Augenlid. Das ist eigentlich ein schön schimmernder Champagnerton. Und auch unten drunter so als eine Art gezogener Eyelinerstrich. Und ihr müsst dabei aufpassen, weil wenn ihr mit diesem Stift zu nah rankommt an die Wimpern, dann bleibt diese cremige Konsistenz in den Wimpern hängen, so wie jetzt gerade hier oben. Okay. Ich würde jetzt auf jeden Fall noch einen Lidschatten oben drüber machen. Ich nehme jetzt MAC Mylar, aber ihr könnt einen anderen Lidschatten nehmen. Hauptsache, es ist ein heller Lidschatten und so ein bisschen wie eure Hautfarbe, aber halt ein Ticken heller. Das ist ja bei jedem dann unterschiedlich von Haut zu Haut. Bla. Okay. So, jetzt kommt der andere Stift zum Einsatz. Und ich habe die Form ein bisschen seltsam gemacht. Also es ist nicht über die Crease gegangen. Also nicht so richtig rein in die Crease, sondern ein bisschen weiter unten geblieben. Und ich habe einfach so ein V gemacht. Also von hier unten. Und dann hierhin in die Crease. Und ich habe einfach nur einen Strich gezogen. So bis ungefähr hier. So. Und dann habe ich einen Pinsel genommen, der relativ hart ist. Wieso spreche ich in der Vergangenheitsform? Und damit habe ich das so ein bisschen verwischt. Schon wieder. Da, also ihr fährt das nach oben, unten, zur Seite. Also ihr verblendet es ein bisschen. Es ist auch nicht schlimm, wenn ihr dann hier außen ein bisschen mehr Farbe habt und so, weil das einfach ein schöner farblicher Übergang ist. Und es ist ja auch, es ist zwar ein V, aber seht ihr das hier? Es ist so ein bisschen, also so eine Art verwischtes V. Und das ist das, was wir wollen. So. Müsste eigentlich reichen. Jetzt kommt zum Einsatz ein. Ich sollte umorganisieren, das ist echt unklug gemacht hier. Ein Lidschatten von Esprit. Ich weiß nicht genau, ob das eine Limited Edition ist oder nicht. Die Farbe ist, also das ist aus der Natural Care Technology Serie Styling Color Eyeshadow 403 Lizard Green. Und das gab es bei DM. Naja.
Und dann nehme ich einen MAC 217er Blending Brush. Und packe es dann praktisch dahin, wo der grüne Stift auch ist. Also erstmal nur so ein bisschen so draufpacken, so da. Und dann halt ein bisschen verwischen. Aber ich weiß nicht, also ich wollte das recht alltagsmäßig halten, so. Mal, wenn ihr da und damit über die Crease hinausgeht, also hierhin sozusagen, dann ist es schon, finde ich, nicht mehr ganz so perfekt für den Alltag geeignet. Dann nehme ich jetzt ein MAC Pigment und also ich habe die von Coco. Ihr müsst die feucht auftragen, weil sie sonst nicht so gut halten. Und am besten mit einem halbwegs steifen Pinsel, weil ich das jetzt auch als Eyeliner missbrauchen werde. Und dann tupfe ich es praktisch als Strich. Und auch nur außen hin. So ungefähr Pi mal Daumen bis zur Mitte. Und unten drunter auch. Und dann verbinde ich die zu so einem ganz kleinen. Da ist es schon. Also nur ganz, ganz wenig. Und dann hole ich den von oben dazu. Und da ist das Fallout. Das Fallout, an welches ich zunächst überhaupt nicht gedacht hatte. Ja, damit muss man jetzt ganz, ganz vorsichtig umgehen, wenn man sich nicht das ganze Make-up verderben will. Aha. Okay, dann sieht das so aus, nachdem ihr das Fallout wieder beseitigt habt. Ja, und alles, was noch fehlt, ist eigentlich Mascara. Tada! Ringet ihren Highlighter vergessen. Ich benutze jetzt die Lidschattenbase von Coco und die ist wirklich der perfekte Highlighter. Man sucht ja immer ewig nach einer matten Farbe und ich habe wirklich auch im Drogeriebereich gesucht wie so eine Wahnsinnige. Und also der ist total super. Der ist wirklich super als Highlighter. Und wenn ihr den als Lidschattenbase verwenden wollt, hier nochmal die grüne Farbe, weil ich gerade sehe, dass die Sonne rauskommt. Also, falls ihr den als Lidschattenbase verwenden wollt, müsst ihr ganz, ganz wenig nehmen. Also mini, mini, mini. Je weniger, desto besser. Also, ich habe die Miranda abbekommen. Und okay, offensichtlich passt es auch ganz gut. Ich bin ja rothaarig. Ich muss sagen, ich kann Miranda nicht leiden. Ich kann Miranda auf den Tod nicht leiden. Ich weiß nicht, manchmal ist sie ganz süß, aber von allen Charakteren mag ich sie eigentlich noch so am wenigsten. Weiß auch nicht. Naja, so. Ich habe jetzt noch drei Sachen, die ich zu diesem Look sagen möchte. Also erstmal auf den Lippen solltet ihr eine Nude-Farbe tragen. Den tollsten Nude-Lipgloss der Welt benutzt. Und zwar ist der von NYX. Und die Farbe ist Whipped. Und wenn der rauskommt, dann ist da ganz schön viel dran. Und ihr müsst den richtig abstreichen. Und dann, wenn ihr glaubt, dass da gar nichts mehr drauf ist, so, dann könnt ihr den benutzen. So. Und das Tolle an dem ist, wenn man jetzt zum Beispiel so macht, die meisten Nude-Glosse machen dann so einen Strich in der Mitte der Lippen. Aber der hier macht keinen Strich in der Mitte der Lippen. Und also deshalb mag ich ihn so gerne. Ich habe ihn, als ich ihn bekommen habe, habe ich eine Woche lang fast nur den getragen. Also den und noch so einen zweiten. Und also ich fand den total toll, mega toll. Und ich habe Ewigkeiten nach einer Foundation gesucht, die hell genug ist. Und ich war auch im Drogeriebereich und ich war bei Douglas und ich war, ich glaube, so ziemlich überall. Und dann habe ich zu meinem großen Erstaunen eine gefunden, wo ich gar nicht dachte, dass es eine geben würde. Und zwar im The Body Shop.
Und die hatten eine da, die Farbe ist 01. Und die Foundation heißt Moisture Foundation SPF 15. Und Privat. Und Entschuldigung. Da sind 30 Milliliter drin. Und die Frau meinte, dass die diese Farbe recht selten geliefert bekommen. Und deshalb habe ich gleich zwei davon gekauft. Und ich finde sie gut. Wirklich, wirklich gut. Also, falls ihr helle Haut habt, rennt hin und krallt sie euch. Sie kostet, glaube ich, 16 Euro. Und also, ich finde sie wirklich gut. Zu der hellen Haut und dem blassen Teint. Also, wenn ihr die drauf macht, dann seht ihr wirklich ganz schön. Also, na, ihr wisst schon. Weiß. Und ihr solltet ein bisschen Rouge benutzen. Da, ich habe auch welches drauf. Und ich finde, diese Farbe ist der absolute Hammer. Das ist Kokospalette. Und die Farbe ist auch total schön. Und also, ihr könnt einfach, ihr findet hier drin ein Rouge, das zu euch passt. Und deshalb, also auf jeden Fall Rouge tragen. Mit der Foundation. Auf jeden Fall Rouge tragen mit der Foundation. Das war das letzte Mal, dass ich die Sachen hier liegen hatte. Das ist ein absolutes Chaos. Ja. Ja. Oh, guckt euch die Looks der anderen Gurus an. Mara macht Samantha. Und Coco macht Carrie. Und Lynnie macht Charlotte. Charlotte ist so toll. Okay. Ja. Oh mein Gott, habe ich euch vorhin meinen Look gezeigt, ohne den Mascara-Überschuss wegzumachen? Das ist echt schrecklich. Ja, habe ich. Tatsache. Okay. Während ich den eigentlich unerlaubten Fehler jetzt wieder korrigiere, klickt einfach Mara, Coco, Lenny und guckt euch die anderen Videos an. Falls ihr eine Videoantwort posten wollt, ich liebe Videoantworten. Und ja, das war's.